Herzlich willkommen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Gott ist größer als jede andere Macht und nichts kann ihm widerstehen. Und da sind auch deine Nöte eingeschlossen. Wir werden nachher hören in den Zeugnissen, was Gott für Menschen zu tun vermag. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zu dem Thema: In dir ist so viel Potenzial. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. In dir ist so viel Potenzial. Da möchte ich zunächst mal Markus 10, Vers 27 lesen. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ja, für Gott ist alles möglich, aber Gott möchte uns gebrauchen. Nutzt du deine Gaben in dir? Hast du sie schon erkannt? Hast du alles entdeckt, was eigentlich in dir ist, was Gott gebrauchen möchte? Oder machst du nur das nach, was andere auch tun? Gaben, Talente, Fähigkeiten stecken in dir, die du vielleicht noch nie entdeckt hast oder nie getraut hast, sie irgendwo anzuwenden, weil sie kein anderer irgendwo in dieser Art und Weise gebraucht oder du keine Vorbilder hast und sagst, bevor nicht ein anderer das tut, tue ich es auch nicht. Ich sag dir, sieh dich mal aus der Sicht Gottes, geschaffen von Gott mit ganz besonderen Gaben, Talenten. Und ich sage dir auch, bei Gott ist auch für dich nichts unmöglich. Nicht nur für deine Heilung, die du vielleicht brauchst, oder für deine Wunder, die du brauchst, sondern auch für das, was du für die Menschen und für Gott tun kannst, durch deine Talente. Herr, ich danke dir dafür, dass bei dir nichts unmöglich ist. Und der Gott, der bei dem nichts unmöglich ist, dass du uns geschaffen hast mit Dingen, die vielleicht ein anderer nicht so ausgeprägt hat. Und ich danke dir dafür, dass wir erkennen, Herr, wo wir Gaben haben, die wir einsetzen können und dürfen, auch wenn wir es die noch nirgends gesehen haben. Ich danke dir dafür, dass du jedem Mut schenkst, diese Gaben zu gebrauchen. Amen. Amen. Und wir möchten für Menschen beten, die uns geschrieben haben und Gottes Hilfe brauchen. Und wir beten für alle Anliegen, die bei uns eingehen. Aber Folgendes hat uns eine Frau berichtet. Sie bittet um Gebet für ihre Freundin. Und sie schreibt: Liebe Isolde und Daniel, möchte euch herzlich bitten um Gebet für meine Freundin. Bei ihr wurde ein Tumor in der Brust festgestellt, 5 Zentimeter groß. Sie muss eine Chemotherapie machen. Ohne diese kann nicht operiert werden. Dazu kommt, dass sie 2 geistig behinderte Kinder noch zu Hause hat und auch alleine ist, um diese Kinder zu versorgen. Im Herrn verbunden grüße ich euch und das ganze Team. Und da möchten wir gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die jetzt gerade diese Diagnose bekommen hat. Und wir danken dir, dass dieser Brustkrebs, dieser Tumor verschwindet in der Autorität Jesu. Und ich danke dir, dass jede Zelle eintrocknet, die da nicht hingehört. Und wir entmachten diesen Krebs im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass Heilungskraft fließt durch diese Frau. Und wir danken dir dafür, dass du auch ihren Kindern begegnest. Jesus, du kannst auch sie berühren. Und ich danke dir, dass du die beiden wirklich anrührst und dass das, was bei ihnen nicht in Ordnung ist, dass das wiederhergestellt wird. Danke, Jesus. Du siehst auch die Sorgen und Nöte dieser Frau für ihre 2 Kinder. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du Heilung schaffst, dass du Wiederherstellung schenkst. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seine depressive Frau um Gebet. Liebe Geschwister, meine Frau ist an einer schweren Depression erkrankt. Der Krieg in ihrem Heimatland zermürbt sie und eigentlich befindet sie sich gerade in ihrer Uni-Abschlussprüfung, die sie auf dem 2. Bildungsweg in Deutschland erlangt hat. Durch die Gabe eines Antidepressivum und einer psychotherapeutischen Notfallsitzung am Montag erhoffen wir uns erste Milderung und Stabilisierung ihrer Krankheit. Bitte beten Sie für meine Frau. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die so leidet unter dem
Kriegsgeschehen und unter den Umständen, die sie hat. Und ich danke dir, dass Licht in ihre Dunkelheit hineinkommt. Danke, Jesus, dass du ihr Frieden schenkst in ihrer Seele und Heilung in ihrer Seele. Danke, Jesus, dass diese Depressionen entmachtet sind, dass diese Finsternis entmachtet ist und das Licht hineinkommt. Danke, Jesus, dass du sie berührst und dass sie wirklich wieder Freude hat und ja, positiv in die Zukunft schauen darf. Danke, Jesus, dass alles Negative aus ihren Gedanken ja einfach in Freude verwandelt wird, in Positives verwandelt wird. Danke, Jesus, dass du da mächtig eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten dürfen. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt, ich fühle mich verlassen und verloren. Liebe Glaubensgeschwister, nach überstandener Corona-Erkrankung und überstandenem Schlaganfall will und muss ich wieder Geld verdienen. Mein Haushalt ist total verschuldet. Niemand stellt mir einen 59-jährigen Mann ein. Ich bin verloren. Mein offizieller Renteneintritt ist erst im Jahr 2030. Ich fühle mich verlassen und verloren in meinem Alltag und bitte dringend um Gebet. Bin seit 1983 gläubig. Herzliche Grüße. Danke, Herr, du siehst diese Situation und Herr, dass wirklich das, was dieser Mann schreibt, nicht eintritt, indem er schreibt, ich bin verloren. Herr, wir brechen diese Macht dieser Worte, Herr. Er ist in dir nicht verloren. Er ist auch nicht verloren in deiner Hilfe. Und ich danke dir dafür, dass du das Wunder tust, dass er in seinem Alter noch einen Job findet und, Herr, alles, was er braucht drumherum. Danke, Herr. Danke, Herr, dass er wieder mit Freuden berichten darf, was du getan hast. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für eine Bekannte und für sich selber schreibt uns eine Frau. Eine christliche Bekannte hat Schmerzen am Fuß. Sie braucht Gebet, dass ihre Füße wieder in göttliche Ordnung kommen. Und bitte betet, dass Jesus meine Erschöpfung heilt. Danke. Ja, Herr, danke, dass du auch diese Füße, Herr, berührst. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Wunderbares, Wunderbares tust. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du deine Heilungskraft so stark ist. Ich danke dir dafür. Und danke, Herr, auch dieser Erschöpfungszustand, Herr, dass er geheilt wird. Und von allen, die jetzt zuschauen, zuhören, Herr, die erschöpft sind, danke, Herr, für neue Kraft, Herr, neuen Lebensmut, neue Freude, Herr. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und großartige Dinge hat Jesus wieder getan an Menschen. Und da wollen wir wieder einige vorlesen. Und ein Mann aus der Schweiz berichtet von der Gebetsnacht. Ich habe an der Gebetsnacht im Oktober 2022 teilgenommen und habe für mich beten lassen. Es war so kostbar. Mich durchströmte bei dem Gebet von Thomas eine wunderbare Wärme. Das hat meine Wirbelsäule ganz neu gestärkt. 2 Wochen später konnte ich mühelos etliche Stunden durch die Chrysanthemenschau laufen. Dort traf ich auf einen Mann im Rollstuhl. Wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass auch er seit langem das Missionswerk kennt und ich konnte ihm mit einer Bibelstelle dienen. Ihre Gebete für mich haben bereits dahin gewirkt, dass ich nachts weniger aufstehen muss und auch die Nagelhäute heilen langsam. Und das ist doch wunderbar, wenn jemand in der Schweiz einen Passanten trifft, der auch das Missionswerk kennt. Und Gott erhört Gebet, schreibt diese Mutter. Und es geht um Versöhnung. Gott erhört Gebet. Unserem Sohn geht es sehr gut. Der Heilige Geist wirkt an seinem Herzen. Er hat mich um Vergebung gebeten und auch ich konnte ihm vergeben. Danke für euren Gebetsdienst. Und das ist so wichtig, dass Vergebung geschieht in Familien oder auch an anderer Stelle. Das ist wunderbar und das ist befreiend. Eine Frau aus der Schweiz, auch aus der Schweiz, schreibt uns ihre Gebetserhörung. Ich danke euch ganz herzlich für eure Gebete. Ich bekam eine Soforthilfe von Gott. Ich hatte an meinem rechten Daumen starke Schmerzen.
Mein Mann wollte in der Apotheke Zugsalbe holen. Dort wollten sie ihm nichts geben und verlangten, mich am Telefon zu sprechen und ich solle sofort in die Notfallstation gehen. Eine Sekretärin sagte den Ärzten, dass ich sofort behandelt werden müsse. Bei der Untersuchung teilte der Arzt mit, dass ich kurz vor einer Blutvergiftung stehen würde. Heute entdeckte ich eine kleine Öffnung am Daumen, aus der eine eitrige Blutflüssigkeit lief. Gott sei Dank, der Schmerz und das Pulsieren sind fast verschwunden und somit die geplante OP vermutlich nicht mehr nötig. Ich bin Gott so unendlich dankbar. Bald kann ich wieder arbeiten. Und dazu, mein Mann hat heute das erste Mal, seit wir verheiratet sind, eine Mahlzeit gekocht. Wie wunderbar, was Gott alles fertig bringt. Ja, das ist wirklich wunderbar. Das muss ich vielleicht auch mal probieren, die erste Mahlzeit zu kochen. Der allererste Kuchen, der ging schief, aber okay, ich glaube, auf das kommt es nicht ganz an. Hast du was erlebt? Dann lass es uns wirklich wissen. Wir würden es gerne, gerne vorlesen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Hast du einen Traum, den du nicht lebst, weil du meinst, das ist nicht die Sache, weil du hast keine Vorbilder für diesen Traum? Lass dir von Gott zeigen, wenn es ein Traum ist, der von Gott inspiriert ist, dann beginne diesen Traum zu leben. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Gebetshilfe brauchst und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. In 2 Tagen ist Karfreitag und da haben wir unsere Gebetsnacht am Tag. Da wollen wir dich ganz, ganz herzlich einladen um 13 Uhr. Melde dich an auf unserer Webseite. Es ist völlig kostenlos. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir alles Gute. Bis bald an Karfreitag. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.